So, hallo, wir machen weiter bei iWannaMaker. Letztes Mal haben wir das eine Level von, wie komme ich jetzt dahin? Ich will, ja, genau, ich habe doch irgendwo diese noch spielen Playlist. Was ist das denn hier? Nee, das ist, nee, das sind Playlists von anderen oder wie? Kann ich meine suchen? Search? Nein. Warte, wo ist denn, wie finde ich denn meine Playlists? Playlists. Ich hab das schon. Ah, hier. Genau. Und da haben wir doch dieses Few. Und da haben wir doch dieses. Oh ja, wahrscheinlich spielen wir das. Wo ist denn das? Ach genau, hier, A Bit of Everything. Genau. Das wollte ich, das wollte ich anschauen. Das war das. Da haben wir den Anfang schon gesehen und ja, dann war halt die Zeit rum und jetzt können wir ein bisschen mehr davon uns anschauen. Ich denke, das könnte ganz interessant werden, das Level. Je nachdem, was halt noch so kommt. Aber der Anfang wirkt auf jeden Fall ganz cool. Und das ist auf jeden Fall eine fiese Stelle. Also das da oben ist die erste richtig fiese Stelle. Aber wir werden sehen. So, nehmen wir eigentlich. Ja, wir nehmen auf, alles gut. Ich habe ja von dem Hack von Sariel geredet. Ich würde jetzt mal was interessieren. Und zwar, ich habe zwei Optionen. Ich habe die Option. Oh mein Gott, das geht. Ach du Schande. Ich habe die Optionen, damit noch zu warten und dafür vielleicht mit Sariel aufnehmen zu können. Dann wird es aber wahrscheinlich vor 2022 nichts mehr. Und ich habe halt die Option, ohne Sariel aufzunehmen. Grund. Oh, wie mache ich das denn? Oh, da außen. Oh, ich ver. Oh. Ja, okay, ich verstehe, aber oh je, oh je. Sheesh. Also, ich weiß ja nicht, wie gut ich mich in dem Hack anstellen werde. Ich gehe davon aus, dass ich ohne Seil nicht weit komme. Außer er ist doch irgendwo machbar. Nur mich interessiert es jetzt aus Zuschauersicht. Bei einem Sariel-Hack wäre Sariel dabei haben schon schön, oder? Deswegen, ich weiß nicht. Also, das Problem ist halt unsere Zeit, ne? Er muss arbeiten, ich muss arbeiten. Und es ist schwierig, dann einen passenden Aufnahmetermin zu finden. Also, vielleicht ergibt sich ja irgendwas, aber es kann halt auch sein, dass ich dann ohne ihn das spielen muss. Mich hätte jetzt nur mal interessiert, würdet ihr, also. Wenn ich jetzt die Auswahl habe, ne, dann würde ich natürlich auch sagen, auf jeden Fall mit Sariel. Und das habe ich ihm auch schon so gesagt. Nur wir schaffen es halt zeitlich nicht zusammenzukommen. Das ist schwierig. Das ist irgendwie schwierig. Und wenn man dann halt, es ist ja dann nicht so, also ich meine, ich könnte halt mal spontan so eine halbe Stunde einen Part aufnehmen, dann habe ich einen Part von seinem Hack, so, keine Ahnung. Aber wenn ich mit ihm aufnehme, dann müsste es ja schon ein bisschen länger sein, sage ich mal, weil. So spontan nur mal einen Part aufnehmen, sich da dann auch noch zusammenfinden, das ist nochmal schwieriger. I know, alles First World Problems. Alles First World Problems. Wir haben gerade ganz andere Probleme, aber das, darüber wollen wir jetzt hier nicht reden. Das hat jetzt hier mal nichts verloren. So. Habe ich jetzt die Frage gestellt? Also ja, würdet ihr. Naja, wenn ich. Ja. Ich rede hier um Kopf und Kragen. Ich denke, die Antwort ist eigentlich klar. Wenn ich jetzt sage, mit Sariel oder ohne Sariel, würde ich sagen, ja, mit Sariel natürlich. Aber würdet ihr das sozusagen auch noch schauen, wenn es ohne Sariel wäre? So rum ist die Frage. Also je nachdem, wie ich mich anstelle, ich weiß es ja nicht. Ich meine, klar habe ich auch ganz viele Hacks ohne Zuschauer, ohne Kommentar gespielt, aber halt, wenn es gerade von jemandem ist, den man auch noch kennt, dann habe ich da eigentlich schon immer gerne den Ersteller dabei. So, ach, come on. Ich würde schon gerne hier den nächsten Raum sehen. Aber es ist halt, also, um das nochmal zu verdeutlichen, es ist halt nicht mal gesagt, dass wir es dann schaffen, in 2022 zusammen aufzunehmen, weil es einfach zeitlich alles ganz schwierig ist. So, also diese Stelle da ist.
ist anders schwierig. Die würde ich gerne erstmal ein bisschen üben können, aber dafür müsste ich da ein bisschen, müsste ich dann immer wieder hinkommen. Und nicht vorher aus Ungeduld draufgehen. So. Nein! Da hat er gar nicht den Holzsprung gemacht. Okay, dann halt nicht den Holzsprung. Come on! Zu wenig. Ich hoffe, nach dem Raum kommt wenigstens ein Checkpoint. Ich meine, klar, wir müssen erstmal hinkommen. Aber ich meine, hier komme ich ja ganz oft hin. Nur die Stelle jetzt ist halt... Ah, wie mache ich das? So nicht. No. Ich meine, vielleicht schafft man es auch, dass Sariel einfach ab und zu mal dabei ist. So, ich kann ja immer, wenn ich aufnehme, fragen, ob er da ist, gerade zufällig. Wenn er dann da ist, kann ich mit ihm aufnehmen. Und wenn er dann nicht da ist, halt nicht. So, ich denke, so ist es vielleicht am schlauesten. Weil wir werden es nicht schaffen, dass er komplett dabei sein kann, und wir werden es auch nicht schaffen. Also, und es wird vielleicht auch nicht so sein, dass er gar nicht dabei ist. Vielleicht immer mal so ein bisschen. Je nachdem, wie er halt Zeit hat. Das ist... Die Zeit ist halt immer das Ding. Auch jetzt, ihr habt es gemerkt, heute Morgen kam kein Video. Das, was ich jetzt halt gerade aufnehme, das lade ich dann auch sofort hoch. Ich habe jetzt eigentlich auch keine Zeit, aber ich wollte ein kurzes Video schnell mal noch... Weiß ich nicht. So, irgendwann muss man auch noch mal kurz durchschnaufen. So. Ja, wie? Wo soll ich denn da so schnell... Hä? Oh Gott, die Stelle da... Oh, die Stelle da hinten wird mich... Ich glaube, wir sehen den nächsten Raum nicht. Ich glaube, die Stelle da hinten ist nicht gut. So. Ja, oh mein Gott. Okay. So. Da hoch sollte, glaube ich, nicht so schlimm sein. Ich mal was testen. Wie hoch komme ich denn da so? Mir geht es halt um diese erste Stachel. Ja, genau. Das geht. Und jetzt muss ich nur noch einen Sprung schaffen. Ich habe halt keine... Ich kann es halt nicht üben. Es muss halt klappen. Kein Checkpoint! Kein Checkpoint! Willst du mich veralbern? Gib mir einen Checkpoint, Junge! Gib mir einen Checkpoint, oh mein Gott! Nein! Oh, jetzt muss ich da hoch. In eins von beiden. Ist wahrscheinlich egal, in welches. Ich will einen Checkpoint. Look at my art. Ja, wie? Oh mein Gott! Jetzt einfach darüber, oder was? Ist das jetzt ein Troll? Aber, also, wenn's jetzt, wenn der jetzt ein Troll wäre, das wäre...
Das wäre super mies, weil ich meine, er hat mir keinen Checkpoint gegeben. Berühre das Ding da oben dann lieber nicht. Kein Checkpoint! My favorite genre is Checkpoint. Ach du Schande. Was ist denn das jetzt hier alles? Ist das jetzt so ein Positiv-Troll im Sinne von, es kann nichts mehr schief gehen oder sowas? Wo soll ich jetzt... Hallo? Ich habe echt Angst, jetzt noch zu sterben, ne? Uah! Junge! Ich weiß halt nicht, ob wenn ich jetzt den Troll falsch spiele, ob ich da noch draufgehen kann. Oder ob er wirklich hier alles verhindert hat. Oh. Hör doch auf. Oh. Also hätte man jetzt da sterben... Ich weiß nicht, ob man da hätte noch sterben können. Aber oh, das ganz ohne Checkpoint. Das hat mich jetzt gerade schon ein bisschen... Oh, gerade dieser... Ich meine, es war kein schwieriges Bullet Hell, um Gottes Willen. War es ja wirklich nicht. Es war ja auch für mich machbar ohne Checkpoint, aber das, oh Gott. Sheesh. Okay. Dann haben wir das. So, jetzt mehr Level von ihm. Das hatten wir alle schon so ein bisschen gesehen. Mal gucken, wo wir jetzt weitermachen können. Das war das Squid-Dings-Level. Eieiei. Also 4-Sterne-Dinger brauche ich gar nicht angehen. Oder auch wenn die so ein bisschen mehr als 3 sind, weiß ich nicht. Weil dann kommt dann auch noch dazu, dass ich teilweise halt nicht verstehe, was ich machen muss. Wie zum Beispiel bei dem Level hier. Da weiß ich halt nicht, was ich in der zweiten, im zweiten Raum machen muss. Keine Ahnung. Sonst würde ich das gerne noch ein bisschen weiterspielen. Ja komm, wir gucken mal Inside. Wir gucken mal bei Inside 3. Ach, das ist auch nur 15 Sekunden, wenn man schnell ist. Okay. Wir gucken mal bei Inside rein. Und Erik muss ja auch mal wieder ein Level spielen. Oh, das ist tatsächlich, da hinten gleich das Ziel. Okay, es ist also dieser Raum. So, was ist das jetzt gewesen? Ach, das war der Teleport. Aber das ist ein interessanter Teleport. Oh. Ich wollte gerade sagen, das ist ein interessanter Teleport, weil... Ja, hä, Moment. Gerade eben hat es den da drüben gehalten. Oh, jetzt hält es den da und hier kann ich mich entscheiden. Aber normalerweise kann ich das ja nicht. Normalerweise werde ich ja direkt geportet. Woran liegt denn das, wenn man sich entscheidet? Ach, weil man über das Ding geht. Aha. Also über die Kanone kann man so einen Teleport länger ziehen, oder was? Habe ich auch noch nie gesehen. Ja, aber wie mache ich denn dann weiter? Like, hä? Hä, ich check nicht. Ich kann ja da nicht nochmal neu teleportieren. Hä, wo soll ich hin? Hä? Kann ich noch irgendwo anders was auswählen? Nee, ich kann nur links und rechts. Aber wieso kann ich es da auswählen? Und da... Hä? Ja, wo soll ich denn hin? Ich check gar nichts. Also, ich bin dann hier drüben, aber ich kann... Ach, ich stehe in der Ka...
Ich kann mich in diese Kanone. Oh, das habe ich nicht verstanden. Das habe ich nicht gewusst, dass das geht. Deswegen heißt das Inside. Das Level basiert darauf, dass man in die Kanone rein. Ach so, ich bin. Ach, das ist nur ein Bild oder was? Ach so. Ja, sag das doch. Ich muss zum Sofa scheinbar. Wo komme ich da nicht hin? Wait a moment. Wo komme ich da aber auch? Hä? Wie soll ich da hinkommen? Scheiße. Aber ich muss da hinten, ja, wie soll man das in 15 Sekunden schaffen? Was hat einer? Da muss einer den Trick, okay, da muss einer den Trick gefunden haben. Meine, ich kann mich hier hinbringen. So. Aber hier darf ich ja wahrscheinlich nicht hin, wegen den Teilen halt. Okay. Aber vielleicht, also vielleicht gab es da ja wirklich irgendeinen Trick. Den hier irgendjemand gefunden hat. Aber dafür müsste man jetzt hier dran vorbeikommen. Kommt man ja nicht. Da kommt man ja nicht dran vorbei. Da muss man sich ja. Ja, nee. Dann kann man hier, aber hier kann man auch nicht. Also. Nee, vielleicht hat jemand trotzdem den normalen. Ist trotzdem den normalen Weg gegangen und es geht einfach schneller, wenn man halt nicht so doof ist wie ich. So, aber jetzt muss ich hier rüber. Warte mal, kann ich? Aber das hilft ja auch nichts, ne? Ja, also ich muss ja hier das Ding aufmachen. Da drüben ist ein Safe jetzt aufgetaucht. Oh, ich kann hierhin zurück, oder was? Ich muss gar nicht darüber. Scheiße. Ja, ich glaube, das geht. Ich glaube, das geht. Wahrscheinlich muss ich gar nicht in den Raum mit dem Sofa. Ach, ich drücke immer. Okay. Nein. Also ich muss es immer wieder sagen, die Level von Echo Mask sind echt interessant. Weil da stecken so viele Ideen und Dings dahinter. Nee, jetzt kommt. Das ist immer wieder was Neues. So, es ist wirklich nie, dass du sagen kannst, hey, jetzt hat man mal alles von ihm gesehen. Nee. Ist immer wieder cool. So, und jetzt kommt das Ding wieder und jetzt kann ich dann nämlich da. Ja, aber was will ich denn dann da oben? Oh, ich sehe was. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber ich sehe was. Ja, nein. Okay, es geht. Es geht. Ich habe es verstanden. Dann ist der Raum mit dem Sofa, weiß ich nicht. Der ist auch da. Ah, verflucht. Ja, aber dann verstehe ich, glaube ich, jetzt den Großteil vom Level. Und vor allem der Checkpoint ist sehr, sehr gut und sehr wichtig. Yes! Und jetzt kann ich nämlich hier einfach zum Checkpoint. Nice. Und die Münze ist gespeichert. Und jetzt können wir nämlich hier rein. Und wahrscheinlich dann, genau wenn die Kanone da ist. Genau wenn die Kanone da ist. Dann irgendwie da durch. Ist.
Nein, ich will. Ja, genau. Und jetzt wieder zurück. Was hat mich jetzt? Ach so, ah, ich verstehe. Aber das Gute ist, dass ich die Münze ja gleich wieder speichern kann, wahrscheinlich. Nee. Nee. Nice. Ah, zu bald. Nice. Achso, ich werde hier hinten zerquetscht. Ah, deswegen. Ja, easy. Oh, jetzt ist der Speicher weg. Ah. Ärgerliche Momente. So, also muss ich jetzt einfach hier hoch. Muss das jetzt halt als Plattform benutzen. Okay. Nein, der hat mich zerquetscht. Aber das schaffen wir, das schaffen wir. Sehr interessantes Level. Nein! Ah, ja, doch, so kann ich es machen. So kann ich es machen. So habe ich weniger Stress. So nicht. Okay. So. Ah! Da muss ich noch ein bisschen bessere Strategie aufbringen. Yes! Und jetzt muss ich es nur so timen, dass ich genau, wenn das Ding in der Mitte ist, rauskomme. Easy. Nice! Schön, oh, die Maus ist im Bild, Entschuldigung. Schönes, schönes Maus. Schönes Level. Okay. Oh. Ever wondered what the inside of a cannon looks like? Ups. Das hätte man, okay. Texte lesen, so wichtig. Texte lesen, so wichtig. Camellia Starter X. Oh, das sieht wild aus. Crystal is required. Shoot the buttons to practice. Shoot the button. Okay. Was ist mit Practice? Okay, wir gucken uns das mal kurz an. Ach, sind das so Practice Doors? Oh mein Gott. Und da läuft doch noch ein Dings runter. Da sieht man mal, was hier alles noch, was hier alles kommt, wo man alles durch müsste mit der Zeit. Yo, das wird mich auf so vielen Ebenen stressen. Jetzt bin ich hier, wo wir gerade gesehen haben, wo man rüber muss. Nee. Nee, von hier kommt man. Ah, nee, von hier kommt man. So muss man weitermachen. Aber alles ohne Check. Yo. Nee, ciao. Sicherlich ein cooles Level, aber nichts für meine. Nichts für meinen Schwierigkeitsdings. Okay.
Ein Nerfed. Four rooms, two saves. Ja, das klingt schon. Das klingt schon wieder zu krass. Aber das sind alles vier Dinge. Das ist alles zu krass für mich, glaube ich. One Screen Needle 7. Das können wir uns mal angucken. 21 Sekunden. Let's go. Okay. Okay. Schönes klassisches Platforming. Ohne. Ohne viel drumherum. Ach. Und man sieht direkt das Ziel. Das ist das, was ich so wichtig immer finde und was mich immer stresst, wenn ich nicht weiß, wie weit ist es noch und so weiter. Aber hier sieht man alles. Okay, dann gucken wir uns kurz den Weg an. Dann spielen wir ihn zumindest mit der Maus mal kurz durch den Weg. Also ich muss hier runter, ich muss hier hoch, dann hier hin. Dann hier. What? Hier mit einem Sprung. Okay, dann hier den Doppelsprung hier hin. Hier hoch. Hier rüber. Hier hoch. Hier runter, dann da landen. Oh Gott. Oh Gott. Dann wahrscheinlich hier zwischen landen. Und von hier hierhin. An der Beere vorbei hierhin. Dann da. Oh Gott. Das ist eine böse Stelle. Hier runterfallen. Da ausweichen. Dann aber nochmal ausweichen und dann nochmal hier rüber. Igitigitigit, da werde ich niemals hinkommen. Dann hier rüber. Hier hoch. Ja, es ist zwar one screen, es ist aber alles ohne Safe. Nee. Dann hier lang, dahin. Oh Gott, der ist auch nochmal richtig fies. Und dann hier hin. Und dann nochmal hier zwischen. Und dann. Oh Gott, das ist ja nochmal. Nee. Ah, und dann hier hin. Dann hier hin und dann ins. Ja, nee. Das wird nix. Das wird nix. Da gucken wir lieber mal nochmal, ob wir. Also auch ein super Level mit Sicherheit, aber nichts für mich. Da gucken wir lieber mal, ob wir bei ihm noch irgendwelche nicht gespielt haben, die vielleicht einfach sind, die man sich einfach mal angucken kann. Aber ich glaube nämlich, die habe ich alle von ihm schon. Ah, habe ich nicht. Ich habe noch nicht alle von ihm gespielt, die einfach sind. Ja, dann lass uns doch da mal kurz reingucken. Einfach mal auch wieder, um Erfolgserlebnisse zu haben. Oh, ah, okay, da darf ich nicht mit einem Schwung durch. Nein. Also wenn ich irgendwann mal bis auf die Vier-Sterne-Dinge, zumindest die Easy und Medium von ihm gespielt habe, weil die ja auch cool sind. Aber wait, ich kann hier stehen, ne? Oh mein Gott, ich kann hier. Ich dachte, ich muss da jedes Mal runter, wenn das Ding vorbeikommt. Ja, lol. Das ist ja dann wirklich Medium. Ich kann hier einfach stehen, das habe ich nicht gewusst. Okay, das ist ja dann wirklich easy machbar. Alles klar. Alles klar. Ich meine, ja, es war halt auch wirklich Medium. Okay. Dann spielen wir noch kurz jetzt alle Medium hier kurz durch. Dann haben wir die auch. Coin Hunt easy. Let's go. 12 Sekunden. 12 Sekunden?
OIT ist das Ziel. Ja, das war's ja schon. Ja, easy. Okay, ich sollte mich aber nicht wundern. Ich meine, ich habe ja was Leichtes mir rausgesucht. Das ist jetzt halt wirklich leicht. Das ist jetzt halt wirklich leicht. Aber es ist dann auch cool, dass man halt auch... Dass man sowohl halt für die was bauen kann, die nicht so gut sind. Ah, I see. Jetzt kann ich aber nur... Ja. Ah, über die Kugeln. Oh. Schon kapiert. So, easy. Gib mir mal den zurück. Jetzt habe ich einen Dreiersprung, ne? Genau, den brauche ich halt auch. Ah, kann ich hier stehen? Ah, hier ist eine extra Lücke für mich. Das habe ich nicht gesehen. Yes. Nice. Jetzt kann ich den save wahrscheinlich sogar, diesen Stern. Kann jetzt hier rüber... Nein! Habe ich den Stern jetzt noch? Ja, okay. Oh. Hab den Typ komplett vergessen, der sich da dreht. Ich weiß, dass es kein Typ ist. Alter. Nein, ich... Hier, so muss ich anfangen. Easy. Okay, schön. Schön, schön, schön. Zack. So. Dann haben wir noch I wanna feel... Okay, I wanna feel no spike und dann haben wir die alle gemacht. Dann kann ich nämlich hier auch sagen, played, no und jetzt dürfte nur noch eins auf. Ja, perfekt. Okay, so kann... Ich mag... Es ist... Ich habe das schon 3 Millionen Mal gesagt, ich weiß. Aber warum kann der Mario Maker nicht so eine praktische Suche haben? Also, warum muss das so ein Indie-Game im Prinzip besser machen als freaking Nintendo? Das kann doch nicht sein. Wie einfach du hier einfach Sachen suchen kannst. Wieso? Wieso schafft man es nicht, so eine einfache Suche dann auch bei Mario Maker zu installieren? I don't know. Aber das hast du ja auch bei... Auch dann bei anderen Spielen... Dass halt die Fans teilweise auf so simple Lösungen manchmal kommen, die aber Dinge viel, viel komfortabler machen. Und auch einfach geniale Ideen haben. Gerade diese Randomizer-Geschichten, ne? Es gibt ja so viele Randomizer. Ich glaube, irgendwann muss ich so einen Super Mario 64 Randomizer spielen. Ich glaube, das könnte ziemlich lustig sein. Was man da so sieht, ist echt cool. Ups. Oder so ein Zelda-Randomizer, aber der ist dann halt wieder was ewig lange dauert. So ein Typ, der ziemlich viel mit Breath of the Wild rummoddet, der hat jetzt auch einen Breath of the Wild-Randomizer erstellt. Das ist... Oh, das darf ich so nicht springen. Das ist auch super cool. Ach, ich muss das da hoch, ja. Vorne habe ich es richtig gemacht. Jetzt habe ich wieder angefangen zu quatschen und dabei habe ich es wieder falsch gemacht. Ach. Die Decke. Das Übliche. So. Jetzt hier ins Finale. Jetzt sterben wir nicht mehr.
Schade. Ja, aber das ist schon angenehmeres. Ein Spike-Raum-Dings, ne? Mit Checkpoints dazwischen. Das alleine, so ein Checkpoint, das alleine würde ja schon. Hä, hey, irgendwas mache ich da falsch. Kann ich da nicht dran vorbei am Rand? Das alleine würde ja schon den anderen Raum so viel angenehmer machen, wenn einfach Checkpoints wären. So, für die, die eine Herausforderung wollen, die können ja trotzdem ohne Checkpoint spielen. Aber so für Leute wie mich könnte ich dann zumindest mir den Raum genauer anschauen und halt stückweise spielen. Aber nein, ich darf nicht. Keine Checkpoints da. Das würde mich auch mal interessieren. Tut man sich da als Ersteller... Also, schadet es einem auf irgendeine Art und Weise, wenn man da einfach Checkpoints reinsetzt? Also in dieses One-Screen-Spike-Level, was sie halt gerade hatten. So, wenn da einfach Checkpoints drin wären, das ist doch eigentlich dann nur eine Differenzierung, könnte man sagen. So, es können dann die spielen, die es noch nicht so gut können. Und es können natürlich auch weiterhin die spielen, die halt Profis sind und es ohne Checkpoint spielen wollen würden. Weil die haben ja trotzdem noch die Möglichkeit, es dann auf schnell zu spielen und müssen ja den Checkpoint nicht aktivieren, wenn sie das nicht wollen. So, der ist ja eigentlich optional. Das wird mich, habe ich bestimmt schon mal an irgendeinem anderen Level gefragt. Aber na, wenn ich mir das so angucke... Dieses... Ach so! Ich habe eine Ahnung. Bei... Ich sag gleich was. Ich habe eine Idee, warum es so ist, aber ich würde mich interessieren. Pass auf, folgendes. Welches war denn das Level? One-Screen-Needle, genau. Da sind ganz viele One-Screen-Needle. Oh lol, welches haben wir denn gespielt? Ah, ich bin auf Played No, deswegen. Ah, ich verstehe, da sind ganz viele Ich lerne schon wieder Dinge. Hier, ne, da ist nämlich 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ach so, dann können wir uns die anderen ja vielleicht mal angucken bei Gelegenheit. Die sehen dann leichter aus. Wie das da. Aber jetzt einfach die Frage. Ich meine, ich habe verstanden, die Challenge soll sein, am Stück durchzukommen. Aber für die, die das halt nicht können, wäre da nicht zum Beispiel, keine Ahnung, hier ein Checkpoint? Der tut doch eigentlich nicht weh. Hier einer? Könnte der nächste sein? Ja, ich weiß nicht, ob hier einer hinpasst mit den Stacheln, aber ich denke, es müsste auch möglich sein. Oder ist dann das Problem, dass man dann diesen Checkpoint abschießen kann von hier aus und den auslöst? Nee, ne? Oder man muss doch direkt am Checkpoint stehen, um den auszulösen. Also das kann ich mir wiederum nicht vorstellen. Aber das wäre cool. Und dann so hier unten zum Beispiel nochmal einen kurz vorm Schluss. Dann könnte ich das halt auch versuchen zu spielen. Aber so ohne alles komme ich da halt nicht durch. So, nur so als Frage. Das interessiert mich. So, jetzt machen wir noch eins der leichten One-Screen-Needle. Das leichteste One-Screen-Needle scheint das hier zu sein. Mal gucken. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Das hatte 4, 2, irgendwas. Aber es ist halt auch wieder ohne Checkpoint. Ich meine, wahrscheinlich soll genau das der Sinn sein. Verstehe das schon. Aber das macht es halt dann für mich zum Beispiel schwierig. Weil ich nicht so lange... Also, diese Ausdauer habe ich nicht. So lange dann das durchzuhalten. So stückchenweise kriege ich es hin. Na, halt wie so mit Safe States. Wie mit Safe States. Aber am Stück... Nee. Oh, wir sind auch schon bei... Nee, Leute, ich nehme schon 40 Minuten auf. Wir müssen hier aufhören. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und, ja. Ich denke, wir machen noch so ein paar Zwischenvideos hier. I Wanna Make It. Ich habe das schon ewig nicht mehr gespielt. Vielleicht komme ich auch nochmal dazu, ein Level von Erik oder so zu spielen. Einfach, weil also ich würde schon gerne den Leveln hier mehr Aufmerksamkeit geben, weil die sind halt cool. Ja, danke fürs Zuschauen. Und, ja. Tschüss.